Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Palworld. Ja, irgendwie kämpft da unsere Gelettenrunde. Wo wollte ich hin? Nach da oben. Weiß ich nicht, ob ich nach da oben will. Nur um den Weg zu erkunden. Vielleicht sollte ich einfach mein Fliegevieh nehmen und dann mal eine Runde aufsteigen. Wow, trifft mich das Ding immer noch. Kann man mal kurz landen, um zu chillen. Ja, dann fliegen wir mal zu diesem Platz. Da vorne, das ist ein Lager. Das Lager finde ich aber sehr interessant. Weiß nicht, was da hinten ist, aber da waren wir, glaube ich, schon. Ach, das ist dieses Verdasch, ja. Okay, da unten sind noch ein paar Heinis. Goriath stehen da rum, die werden jetzt schon genügend angegriffen. Steigen ab, enden auf unser Gillette. Unser Gillette ist irgendwie so ein bisschen angriffslustiger, habe ich immer so das Gefühl. Ich befreie diesen Tokotora und du kümmerst dich um die Gegner. Habe ich so gehört. Boah, dann helfe ich halt kurz, dass da weniger passiert. Dann befreie ich ihn jetzt. Hochgestuft, hochgestuft, hochgestuft. Okay, es war sogar 12 von 12. Krass. Warte mal, ich brauch die. Ich versuche den einfach zu fangen, jetzt mal aufbiegen und brechen. Komm, du bist sonst genauso tot wie dein Freund da. So, passt. 7 haben wir davon schon. Ja, nach da oben fehlen noch so eine Millimeter. Ich glaube, wenn wir da nah genug hingehen, reicht das aus. Oh, das sind nochmal die oder paar Freunde. Ja, jetzt sind wir in Eisgrad. Ein bisschen nach oben. Ich will keinen schwarzen Streifen mit meiner Map haben. Das finde ich ein bisschen uncool. So. Da ganz an der Seite fehlt noch was minimal, aber das passt schon. Cool, dass du sie gekillt hast. Das freut mich. So, wo gehen wir jetzt hin? Da unten waren wir halt jetzt noch gar nicht. Da hole ich mir jetzt mal Fliegeviech und dann fliegen wir dahin. Also mit dem macht halt Erkunden Sinn. Brauche nicht mit meinen mit zu Fuß dahin laufen. Gerade erst angefangen, ja, das Spiel, aber wie gesagt, dass Deutschland gegen Niederlande verliert, ist jetzt keine große Überraschung, würde ich mal sagen. Niederlande ist ein starker Gegner, die waren auch bei der EM richtig krass und ja. Aber ich hätte auch fast gedacht, dass die gegen Ungarn verlieren. Die haben gegen die teilweise echt scheiße. Also die zweite Halbzeit muss dann besser gewesen sein, aber die erste Halbzeit, die konnten dann nicht mal den Ball teilweise halten. Und dann dachte ich mir schon so, Also ich habe nicht viel gesehen, ich habe keine Ahnung, Viertelstunde nur gesehen. Da dachte ich mir so, das ist ja schon wieder ein Spiel und da habe ich ja wenig Bock drauf. Wir müssen Richtung Süden. Nee, wir müssen nicht Richtung Süden. Okay, ich glaube, ich stehe einfach nur scheiße. Wir müssen. Also wenn ich eine Map lesen kann, dann müssen wir eigentlich Richtung Süden. Ja, hier so in die Richtung. Es ist Süden, okay. Und es wird schon wieder fast Nacht. Ich will heute Nacht nicht schon wieder irgendwo schlafen. Also nicht schlafen. Ich weiß nämlich immer nicht, ob das mein Pals so gut tut. So ein bisschen in die Richtung müssen wir. Okay, da unten ist nochmal ein Lager. Da gehen wir natürlich hin. Hätte an der Seite ist eine Lüftungsstatue, da können wir versuchen, genauso zu landen. Ich glaube, da waren wir von der anderen Seite, sind wir da schon mal hingekommen. Das ist, glaube ich, dieser Strand von diesen Gopfjans, die uns beinahe gekillt haben. Hier sind dort der Anhänger. So, dann fliegen wir da jetzt runter, killen die.
Befreien des Paul. Weiß gar nicht, was da drin hockt. Ach, ein Flambeau. Chillet. Einmal alles grillen. Au. Ich helfe einfach mal den armen Flambell. Was dann ist so negativ eingestellt. Ja, ich finde tatsächlich, unsere Nationalmannschaft hat es auch nicht verdient, erst gegen Spanien rauszufliegen. Ich fand irgendwie, die haben schon vorher ziemlich kacke gespielt. Und ich habe eigentlich mit einem früheren Ausscheiden schon gerechnet. Ähnlich wie bei der WM davor. Also ich finde auf jeden Fall, unsere Nationalmannschaft war mal besser aufgestellt und was da teilweise spielt, denke ich mir so, jetzt hau ich das schon mit der guten Sphäre drauf und ja, jetzt stirbt's. Liegt da noch irgendwas zum Plündern? Okay, dann nach links müssen wir noch so ein bisschen. Das können wir von Strand aus eigentlich auch machen. Dann gehen wir jetzt vor zum Strand und brüten mal die ganzen Eier aus. Diese Gopfians bräuchten wir, gell? Die sind halt scheiße. Ich weiß noch, dass mein Gillette dagegen sehr viel Schaden erlitten hat. Und ich die deswegen nicht weiter bekämpft habe. Ich habe das gerade ganz knapp noch da reingekriegt. Also bitte bleib drin. Ja, passt. Ich habe erst zwei Stück davon. Sieht man mal, wie scheiße die Viecher sind. Ja, das eine ist down. Ja, das ist auch down. Dann muss ich, glaube ich, ein bisschen stärker werden und meine Fangwahrscheinlichkeit ein bisschen noch erhöhen, bis ich gegen die ankomme. Aber es ist doch cool, dass wir heute mal rechtzeitig ins Bett kommen. Überhaupt ins Bett kommen. Darüber sollte man sich ja freuen. Ich gehe noch zu der Kiste und dann gehe ich zu dem Checkpoint. Oh, die greifen mich so an, wenn ich vorbeigehe. Mein Gillette einfach mal einmal grillen, bitte. Ich versuche einfach mal die mitzunehmen. Also ich weiß, dass die Chance sehr gering ist. Ja. Jetzt einmal noch gebrutzelt und dann ist sie down. Eine Megasphäre, bisschen Gold, nicht so viel. Sind wir wieder am Grünbach. So, da gehen wir mal. Das ist in unser Zuchtlager, würde ich sagen. Machen wir mal alles auf. Ein Robbenquill. Wir hätten gar keinen Platz mehr gehabt. Und dann habe ich dann noch ein Feuerei, habe ich gesehen. Mehr habe ich dann, glaube ich, gar nicht mehr. Gut, dann komme ich da morgen früh nochmal. Achso. Dann räumen wir mal auf. Haben wir ganz viel gefunden. Okay, die rennen alle ins Bett. Ich habe richtig Angst irgendwie, wenn ich mein Lager bin, dass ich wieder angegriffen werde. Das ist wirklich eine große Angst, die ich habe einfach. Kann ich irgendwas Cooles machen? Nur Champion. Okay. Dann grill das und dann grill ein paar Champignons. Ah, meine normalen Palsphären. Habe ich denn noch irgendwas? Ne, wir hatten keinen Schießpulver mehr, obwohl da haben wir jetzt was gekriegt. Machen wir mal Gewehrmunition. Oh, eine. Die laufen noch, okay. Habe ich noch irgendwas jetzt in der Tasche, was weg muss?
Kälteresistente Rüstung. Schwachsinn. Ja, ich wollte mal schauen, was für Untertechnologien. Weil da können wir immer diese besseren Sachen erforschen. Und irgendwie mache ich das ja selten. Ich weiß nicht, was ein Beschwöraltar ist. Steintafeln. Okay, da kann man was beschwören. Elektrischer Brutkasten. Optimale Temperatur brauche ich jetzt nicht unbedingt. Meteor. Okay. Das ist eine krasse Waffe. Multisphärenwerfer. Okay, das hört sich auch krass an. Lillys Speer. Was ist Lillys Speer? Richtet all jene, die Pals schlecht behandeln. Steinkohlebruch. Den brauche ich. Ich brauche Stein und Steinkohle. Okay, dann gehe ich morgen Steinkohle suchen. Graffiti-Gewehrset. Ja. Nee. Aber diese Waffe hört sich interessant an. Multisphärenwerfer eigentlich auch. Ja, so viel kommt da, glaube ich, gar nicht mehr. Schwefelmine gibt es da noch. Okay. Dann gehen wir mal schlafen. Nicht, dass wir wieder die Nacht verpassen. Stein, ich vermute mal, ihr habt den einfach nicht abgeholt. Ja, da habt ihr 200 drin liegen, da habt ihr 2000 drin liegen. Habt ihr auch 2000 drin liegen? Wie wäre es denn, wenn ich euch hier an dieser Stelle eine Kiste hinstelle? Habe ich das jetzt nicht so weit zum Transportieren? Und ihr könnt das auch viel schneller transportieren. Mal kann ich die irgendwie so versteckt da hinten irgendwie noch so hinklatschen. Okay, Stein. Dann nehme ich mal den Stein als erstes mit. Okay, dann Holz. Und das Erz da hinten kann ich dann auch leichter noch da tragen. Ey, das ist nur das Doppelte von deinem Gewicht. Du hast gerade schon mehr rumgeschleppt. So, die machen echt eine gute Steinproduktion, muss ich sagen. Okay. Das ist fertig. Okay. Cool, könnt ihr mal den Pilz da komplett wegtragen? Und reparieren, was brauche ich da so? Okay, das ist eh alles nicht so sehr kaputt. Okay, alle sind gesund und munter, das freut mich ja natürlich. So, dann kann ich nämlich jetzt halt 122 Bären in Auftrag geben und euch viel Spaß damit wünschen. Okay, dann machen wir da mal auf. Ein Ruby haben wir tatsächlich noch nicht alle. Ein Sufend fehlt uns auch noch. Ein Bigarde fehlt uns auch auf jeden Fall noch. Und das letzte ist ein Tanzi. Okay, da haben wir schon alle. Wie läuft denn unsere Quantrotte heute Abend vielleicht, dass wir es dann anfangen wieder zu züchten? Gut. Wo wollte ich da hinten weiter erkunden eigentlich? Also ich wollte schon eine Steinkohle sammeln. Wo war das? Das war da oben bei den Kiefern. Da war gleich so ein Steinkohlehaufen. Dass ich den so einen Steinkohlebruch dahin stelle. Vielleicht sogar auf meiner anderen Insel drüben. Weil da irgendwie alles ein bisschen schneller funktioniert und besser. Okay, da sind Gegner. Da brauche ich dich mal kurz. Kannst sie schön dran auslassen. Okay, die gehen echt schnell. Sehe gar nichts. Aber man kriegt von denen irgendwie die besten Sachen. Da unten ist das Ding, was ich will. Das ist kein großes, nee. Ein Crow.
Creamy. Ja, nee, passt schon. Ich wollte meine Waffe wechseln. So. Okay, 100 Stück. Dann wieder stehen zurück. Dann gehen wir jetzt auf unsere eine Farm. Farm, wo die wirklich nur zum Farmen da sind. Und dann sollen die Steinkohle zukünftig abbauen, weil ich glaube, dass das ein bisschen produktiver ist als diese Lahmarschigen auf meiner Farm. Ja, die muss ich jetzt auch mal austauschen gegen halt produktivere. Das ist halt so ein Flammending, was eins ist, halt dann nicht mehr so unbedingt rumläuft. Okay, aber wir müssen mal einen Cut machen. Dann machen wir an dieser Stelle natürlich einen Cut und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht. Bye, Palworld. Bis dahin, bye.